Yo Leute, zurück bei Red Faction. Ich sag mal Faction ist richtig. Red Faction. This place looks familiar. Mein Gott. Schweres Englisch. Plünderer. 60 von 200. Geht locker besser. Hier ist wieder so eine Audioaufnahme. Ja. God damn it. Someone's been messing with my comms again. I can't raise Bastion, can't raise Station 2. That's so cool. Can't get anything. I bet it was Whiteside. I saw him heading out to the relay station a few hours ago. I haven't seen him since, though. That thing. I can't believe this. Nein, da drüben war noch Barschrott. Richtig behindert. Oh mein Gott, das ist so typisch meine Aktion wieder. Ey. Hier ist noch so Zeug, das ich habe. Ah, Moment. Ha! Her damit! Ja, oder so. Bam! Egal, ob ich jetzt was abbekommen habe, das ist runtergekracht, das zählt. Okay. Wer weiß, wer da noch langkommt, ne? Oder eben halt nicht mehr langkommt. Na? Wieso will er denn da jetzt nicht drauf? Gibt's doch wohl nicht. Gott, hier ist es voll dunkel. Ich guck grad mal. Grafik müsste das ja sein. Ja, hier. Helligkeit. Ticken. Minimal. Gamma. Vielleicht auch noch ein Tick. Nein. Änderung annehmen. So. Ist jetzt nur minimal. Das Gamma sieht man auf jeden Fall. Also, dass das Gamma hochgeschraubt wurde ein bisschen. Ich weiß nicht, warum ich das kaputt mache. Es ist einfach da. Ladungswerfer. Okay. Was ist das? Ne, nicht gegen den Magneten. Dann noch am ehesten... Kann ich den Hammer wegtun? Aber der Hammer macht One-Hit. Na komm, dann tun wir die Pistolen weg. Das Ding ist bestimmt so ein Granatwerfer-artiges Ding. Warning. Multiple hostiles detected. Tatsächlich. Where? Geil. In the cave walls. Hier irgendwo. Okay, das hat es jetzt nicht so gebracht. Das schon mehr. Weg da. Ha! Geil. Das hat sogar so funktioniert. Komm, der ist down. Ja, der ist down. Von wo? Hier. Bam, Junge. Geil, Alter. Oh, noch mehr Gegner. Vielleicht soll ich hier auch dieses Ding benutzen. Könnte ja auch sein. Detonieren lassen. Bam, Junge. Ich gehe mal hier kurz rein. Aha, da war doch was. Nein, lass mich doch. Danke. Habe ich einen kleinen Schatz gefunden, oder was? Oh, oh. Das hier bricht, glaube ich, ein. Ja, sieht gut aus. Abflug. Bam. Bam. Ach ja, das ist so geil. Vor allem, man fühlt sich einfach so krass übermächtig, wenn man hier alles in die Luft sprengt. Ich meine, ich kann jetzt hier einfach alles kaputt machen. Das ist richtig geil. Also ich habe mir übrigens auch heute Morgen... Ja, also heute Morgen habe ich den Download gestartet gehabt von Red Faction. Später dann habe ich es gespielt. Also Guerilla, dem Vorgänger. Und, ich hatte tierische Bugs. Also die Version ist echt nicht so schön zu spielen, muss ich sagen. Hallo, this is Lieutenant Pierce. We picked up a distress call. Lieutenant, it's Darius Mason. Where are you guys? Mason? Jesus, everyone thought you were dead. We're loading up a convoy for Bastion. Everyone's holed up there. What's your location?
Sending it now. Good luck. Okay, dann wollen wir den nochmal finden. Aber erstmal muss ich natürlich ganz souverän hier durch. Da vorne war noch Barschrott, den holen wir uns. Dann gehen wir nochmal in das Verbesserungsmenü. Okay. Ist hier vielleicht, kriegen wir hier vielleicht Schrott raus. Ja. Geil wäre, wenn wir so ein Werkzeug hätten, so ähnlich wie das Wiederherstellen, nur um das zum Beispiel zu zersetzen. Das wäre doch auch geil. Und tschüss. Oder auch nicht. Hat jetzt nicht so funktioniert. Das hat aber funktioniert. Ha, das ist einfach so geil. Das macht so eine Laune, das glaubt ihr gar nicht. Ich gucke mich hier nochmal kurz um. Ob hier vielleicht noch was aufzufinden ist. Okay, da muss ich lang. Dann wäre ich ja fast dafür, das hier mal zu reparieren. Das hat es jetzt auch nicht so gebracht. Ha, das ist schon mehr. Da ist auch noch mal ein bisschen Barschrott rumgekommen. Ich glaube, alles, was explodiert, gibt so ein klein bisschen Barschrott. Da habe ich doch hier vorne ein bisschen was versteckt gesehen. So, reparieren und interagieren. Wir haben 1400 Punkte. Und ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt das Lebensupgrade und beim nächsten Mal dann dieses Schildupgrade. So, nochmal ein bisschen Muni eingesackt. Kann man da nicht rauf? Zerstören kann man aber. Oder ich war da schon. Oder ich komme da hin, wenn ich jetzt hier lang gehe. Das kann auch sein, das sind Fragen. Ja, kommt alle. Bam, Junge, ist denn? Und tschüss. Wie geil ist das denn bitte? Oh. Das ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Oh. Oh. Das Vieh ist jetzt nicht so freundlich, würde ich mal behaupten. Aber. Alter, hau ab. Warum hat das denn so ein grünes Dingsbumsens da? Warum überlebt das denn? Abspielen. Kann man das hier kaputt machen? Ich sehe... Ah, doch, da. Das kriegt Schaden, okay. Dann bist du jetzt im Arsch. Komm. Jetzt ist es im Arsch. Perfekt. Wo sind die Gegner? Ach, das ist ja doof. Das geht ja gar nicht. Ich kann das ja gar nicht kaputt machen. Hier sind aber noch mehr. Da ist zum Beispiel einer. Komm da runter. Oh, nur noch 4 Muni. Ist aber nicht schön. Schnell mal aufgeladen hier. Hör mal. So, was denn los? Fang hier nur Stress an. Na, schade, hätte ja sein können, dass da was rauskommt. Irgendwie so ein Secret oder so. Also es gibt hier auch Secrets, das weiß ich sogar. Aber, also Easter Eggs. Aber, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß auf jeden Fall, dass man dann eine Waffe kriegt. Ja, damit... Das kann ich nicht wegschieben. Ist ja voll doof. So. Da ist nichts Wichtiges. Immer schön alles in die... Ach, das war ja dieses Band. Immer schön alles in die Luft jagen, dann kriegen wir Punkte. Mit den Punkten verbessern wir uns.
mal eben so das Dach weggetan, hier weggeschöpft oder keine Ahnung, was ich hier rede. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal einen kleinen extra Bonus gefunden. Das ist auch nett. Kann man so sagen. Ich muss sagen, der Typ erinnert mich ein bisschen an den Typen von hier in Famous, genau. Convoy's full. Wait here with the rest. I'll try to fit you in on the next drop. Forget it. I'll walk if I have to. Just sit tight, Mason. We'll get you on the next. Contact! They're everywhere! Mayday! Mayday! Genau. Notruf und wer kommt? Ich. Anstatt erstmal so gechillt zu bleiben. Nein, nein. Geht nicht. Stay back! I can handle this! Das war doch jetzt gerade schon mal eine gute Aktion, würde ich sagen. Dann tun wir die hier auch noch da dran. Batz. Den auch noch. Und dann ist er auch schon wieder vorbei mit dem Alien. We gotta get the hell out of here. No argument from me. Mount up. Stick close. Jede Menge Zeug. Goddamn nightmare. Those things killed everyone. Keep it together, Malone. Ist ein gottverdammter Albtraum. Ja, das sagst du. Jetzt soll ich den Konvoi beschützen, dem ich vorrenne. We're not gonna die. Den Waffenschrank nutzen. Sturmgewehr. Oh Mann, jetzt habe ich mehrere gute Waffen, aber ich glaube, ich tue die Shotgun weg, weil auf die kann ich wahrscheinlich am ehesten verzichten. Was ist jetzt hier drin? Was heißt denn das? Was heißt denn das N? Heißt das New oder was? Ah ja, tatsächlich. Und dann kann ich das hier ausrüsten. Ja, gut. Aber ich weiß nicht, ob ich den Hammer nicht wegtun soll. Ich meine, Nahkampf benutze ich gar nicht. Außerdem ist wahrscheinlich die Shotgun durchschlagskräftiger. Alter, alle voll zugerichtet. Oh, Oberkörper ab. Ich glaube, das Spiel ist auch ab 18. Ich kann es mir nicht nehmen lassen. Nur damit schon mal die Hürden hier aus dem Weg sind. Ihr versteht schon, was ich meine. Wer ist denn er jetzt? Kurz vor Schluss. We lost the LAV. Lost it how? Meint ihr, den hat's jetzt schon mitgenommen? Also hier ist zwar noch ein roter Punkt, aber nee, er lebt noch. Oh, was ist denn das? Oh, Explosivgeschosse. Ach so. Aber das ist richtig geil. Man kann mit dem Magnetding den Gegner einfach so fertig machen. Und jetzt reiße ich einfach das über ihm alles zusammen. Das ist richtig perfekt. Läuft richtig supi gerade hier. Der ist tot. Also, wenn das wirklich immer so funktioniert bei den Gegnern, ist die Waffe eindeutig overpowered. Ich meine, damit sind die Gegner einfach keine Herausforderung. Vor allem, die hat ja dann auch noch unendlich Munition. Es ist ja nicht so, dass man das 20 Mal machen würde und dann ist Schluss. Nee, die Entfernung bei den Roten hier muss ja auch nur stimmen, dann zerplatschen die auch an der Wand. Also... Bam, Junge! Richtig geil. Was willst du denn? Hier waren nur noch Ratten. Komm. Hier hau ich auch eine rein, hör mal. Was denkst du dir eigentlich? Tschüss. Och nee. Weg.
Ist auf jeden Fall jede Menge Barschrott. Was? Okay, das war doof. Na komm. Abflug. Jetzt haben wir es aber. Geht doch. Okay, bevor ich weitermache, mache ich jetzt erstmal einen Schnitt. Meld mich gleich zurück. Bis dahin und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.